steht der Goldpreis kurz vor dem Absturz? Gold jetzt verkaufen? Und was bewegt den Goldpreis überhaupt? Wovon hängt er ab zurzeit? Worauf kommt es da an? Willkommen zu einem neuen Zukunftsmärkte-Video und wir schauen uns heute mal ganz genau den Goldpreis an und wir stellen uns die Frage, wie könnte sich der Goldpreis entwickeln, kurzfristig, mittelfristig und was spielt dafür überhaupt eine Rolle? Ist es einfach Psychologie beim Gold? Ist Gold ein Krisenmetall? Ist das die entscheidende Eigenschaft? Welche Rolle spielen Sachen wie Inflation, die Zinsen, der Dollar? Und wie hängt der Goldpreis mit anderen Assets, mit anderen Märkten zusammen? Mit dem Aktienmarkt zum Beispiel oder mit dem Anleihenmarkt? Das sind gar keine so selbstverständlichen Fragen. Jeder hat da seine ganz bestimmten Vorstellungen vom Goldpreis und einige dieser typischen Vorstellungen, die werden wir heute mal überprüfen. Wir machen also einen Realitätscheck für Gold und wir fragen uns dann, was können wir daraus ableiten für die Zukunft? Ist es jetzt ratsam für Anleger, Gold zu kaufen oder ist es vielleicht im Gegenteil sogar gefährlich? Drohen mit Gold unter Umständen größere Verluste in nächster Zeit. Das ist Gold in den letzten 10 Jahren in US-Dollar. Das waren bewegte 10 Jahre. Vor 10 Jahren begann die Finanzkrise. Seit der Krise ist vieles anders. Und durch die Finanzkrise hat sich natürlich auch die Wahrnehmung von Gold verändert, ganz entscheidend verändert. Jeder Goldanleger erinnert sich natürlich an den ungeheuren Goldpreisanstieg von 2009 bis 2011, den wir hier auch sehen. Was aber auch wichtig ist, Gold ist nicht gleich gestiegen in der Finanzkrise. Das sieht man hier noch ganz links. 2008, das war das Jahr, da war Lehman Brothers, da sind in den USA die Banken kollabiert, Panik. Finanzsystem stand wirklich auf der Kippe damals. Und was war mit dem Goldpreis? Der ist erstmal auch gefallen. Und zwar gar nicht wenig. Im Verlauf der Krise um 27% in der Spitze. Wer damals Gold hatte und wer dachte, das schützt mich in der Situation, der hat sich getäuscht. Die Anleger waren damals in Panik, die haben alles verkauft, auch Gold. Der sichere Hafen damals, das war nicht Gold, das waren der Dollar und das waren der Yen. Und erst im November 2008, als die Panik dann schon fast vorbei ist, da zieht Gold dann wieder an. Gold steigt damit dann also früher als die Aktienmärkte, die haben sich später dann ja auch erholt, aber unmittelbar in der Krise war Gold kein Krisenschutz. Was passiert dann? Der Staub legt sich, Finanzsystem stabilisiert sich ansatzweise, aber der Preis dafür, der ist sehr hoch. Wir haben damals Bankenrettungsprogramme, milliardenschwere, enorme Schuldenaufnahme, 0% Leitzins und vor den Anlegern, da baut sich da ein dramatisches Szenario auf. Nie dagewesene Staatsverschuldung, enorm expansive Geldpolitik, Strafzinsen, Negativzinsen und so weiter. Das weitet sich dann auch auf Europa aus, Euro-Staatsschuldenkrise. Und das ist dann das Szenario, das lässt Gold durch die Decke gehen, plus 155% von Herbst 2008 bis Sommer 2011. Und dieser Anstieg, der hat viele Anleger ganz stark geprägt. Der hat uns nämlich vermeintlich gezeigt, in so einer Lage, da muss man Gold haben. Man muss eins aber auch festhalten. Der Höchststand war im August 2011. Das war also schon das Ende. Da war die Goldrallye vorbei. Und für die Goldbullen, da war das sehr bitter. 2011, da hat man überall gehört, Geld ist viel zu billig. Die Notenbanken sind viel zu aggressiv. Geh in Sachwerte, raus aus dem Geld, raus aus dem Papiergeld, rein in Sachwerte. Und die Sachwerte, fast alle Sachwerte, die sind dann ja auch gestiegen. Also Aktien, Immobilien, alles. Aber ausgerechnet die Edelmetalle, die sind nicht mehr gestiegen. Im Gegenteil, die sind dann eingebrochen.
Das Inflationsargument, Gold als Inflationsschutz, hat auch nicht gegriffen in diesem Zeitraum. Inflation kam damals ganz langsam wieder zurück ab 2012 und da bricht Gold ein. Vorher, 2009 bis 2011, als Gold durch die Decke geht, da war überhaupt keine Inflation. Da war die ganze Weltwirtschaft deflationär. Also wir hatten Deflation und Rezession, während Gold gestiegen ist und dann langsam wieder Inflation, aber Gold fällt. Es lief also überhaupt nicht so, wie man sich das damals oft vorgestellt hat. Stattdessen Kursrutsch bis 2015 und in der Spitze um 45% runter. Wo stehen wir jetzt? Erstmal 2016, da scheint sich das Blatt zu wenden. Tief ist erreicht, Abwärtstrend beendet erstmals, geht wieder aufwärts. Und wenn wir uns rein nur den Chart ansehen, charttechnisch sieht das gut aus, immer noch. Also Aufwärtstrend seit 2 Jahren, Gold wieder 24% im Plus von seinem Tiefstand. Es gibt auch einen Widerstand da. Das Hoch von 2006, ungefähr bei 1360 Dollar, da ist Gold jetzt schon ein paar Mal dran gescheitert, ist aber ja möglicherweise nichts Endgültiges, könnte überwunden werden demnächst nochmal. Also die Charttechnik insgesamt schon eher positiv. Wirft aber gleich die nächste Frage auf, nämlich was hat jetzt diese Erholung in den letzten beiden Jahren eigentlich verursacht? Hier Gold 6 Monate. Wir stellen fest, nochmal ein starker Anstieg erstmal und zwar von Dezember bis Ende Januar. Im Januar dann die Topfbildung und seitdem die letzten 3 Monate schon eher seitwärts bis abwärts in der Tendenz. Und wenn ich jetzt sage Topbildung im Januar, also Höchststand, dann erinnert uns das vielleicht an was, nämlich an den Aktienmarkt. Da sieht es kurzfristig nämlich genauso aus. Dow Jones Index hier, auch 6 Monate. Dann war das Top genau an der gleichen Stelle. Konsolidierung ist dann ausgeprägter etwas, aber trotzdem beim Dow genauso. Also auch hier nochmal starker Anstieg Dezember bis Januar, Ende Januar Höchststand, dann seitwärts abwärts. Hier wieder Gold, genauso Höchststand im Januar seitdem. Konsolidierung und letzte Woche neues 3-Monatstief. Heißt auch Goldpreis und der Aktienmarkt jetzt eher wieder im Gleichlauf oder zumindest sehr ähnlich. 2011 bis 2015, als der Goldpreis eingebrochen ist, da hat sich Gold ja gegenläufig zum Aktienmarkt entwickelt. Das ist jetzt also überhaupt nicht mehr so und das ist wichtig. Das hat nämlich noch eine andere Konsequenz, nämlich warum steigt denn der Aktienmarkt überhaupt nicht mehr seit Januar? Weil man sich am Markt natürlich wieder mehr Sorgen macht. Steigende Zinsen erstens, zweitens Handelskonflikte, also Trump gegen China, Trump gegen die EU, einiges, worüber man sich jetzt Sorgen machen kann. Aber interessanterweise, wir machen uns zwar wieder mehr Sorgen, aber Gold bietet wieder keinen Schutz. Es fällt jetzt nicht so stark wie der Dow, aber es fällt auch. Wir machen uns also Sorgen und Gold profitiert nicht. Und wer profitiert dann? Es ist wieder der Dollar, nicht Gold. Und deswegen hier spaßeshalber jetzt noch der Euro in Dollar. Und wenn Sie jetzt den Euro-Chart mit dem Gold-Chart vorhin vergleichen, dann sind die wirklich fast schon identisch, momentan zumindest. Das heißt, das Angstbarometer, das ist nicht Gold, der Dollar ist das Angstbarometer. Und der Dollar ist momentan auch die große Konstante mit Blick auf Gold, mit Blick auf Aktien, mit Blick auf die anderen Währungen. Der Dollar steht zurzeit im Zentrum von allem. Aber warum gehen die Anleger wieder in den Dollar? Warum stabilisiert sich der gerade? Ein Grund haben wir schon gehört, steigende Zinsen am US-Bondmarkt. Das sind die Zinsen für 10-jährige US-Staatsanleihen. Zinsen ziehen jetzt wirklich gerade stark an, sind bei fast 3%. Das ist der höchste Stand seit 4 Jahren. Die Notenbank strafft wieder, erhöht den Leitzins, die US-Wirtschaft entwickelt sich robust, also gute Gründe für steigende Zinsen, deswegen haben wir auch den Zinsanstieg.
Der Chart ist aber auch aus anderen Gründen interessant. Wir sehen nämlich auch, die Zinsen sind nicht konstant gestiegen in den letzten Jahren. Wir hatten da starke Schwankungen. Zum Beispiel 2016. Da gehen die Zinsen erstmal stark zurück, fast das ganze Jahr. Und dann plötzlich im Herbst starker Zinsanstieg. Das ist der erste Schub. Und dann 2007 nochmal fallende Zinsen. Da glauben alle wieder, es wäre keine Inflation in Sicht. Die Fed wird den Leitzins nur ganz, ganz langsam anheben. Also fallende Zinsen am Markt bis 2018 das Ganze. Und dann kommt dieser nächste große Schub dann doch. Und wenn wir uns jetzt den Goldpreis anschauen im gleichen Zeitraum, dann läuft es da genau umgekehrt über den Zeitraum. 2016, da haben wir gehört, da fallen die US-Zinsen erstmal deutlich. Was macht Gold? Es steigt, bricht sogar aus dem langjährigen Abwärtstrend. Dann zweite Jahreshälfte, Zinsen gehen plötzlich wieder hoch, Gold rutscht sofort wieder ab. Und dann 2017, da haben wir dann nochmal einen Zinsrückgang und Gold schafft nochmal einen Anstieg. Wir sehen, Gold reagiert also ganz sensibel in den letzten Jahren auf das US-Zinsniveau und zwar immer gegenläufig. Nur die letzten Monate nicht oder noch nicht, weil in den letzten Monaten sind ja die Zinsen noch weiter gestiegen, ganz stark gestiegen sogar. Und das bringt Gold jetzt möglicherweise in eine gefährliche Lage. Ich komme auch noch mal auf die Inflation zurück. Steigende Zinsen sind ja das eine, aber wenn die Inflation genauso steigt, jetzt mal aus Sicht eines Anlegers, dann bringt mir das ja nichts als Sparer. Wenn ich also 5% Zinsen kriege und die Inflation liegt auch bei 5%, dann frisst sie meinen Zinsertrag ja wieder auf. Dann bin ich als Anleger sozusagen bei Null. Wichtig ist für mich als Anleger also der Realzins, das Zinsniveau nach Abzug der Inflation. Und da kommen wir mit Blick auf Gold zu einem ganz wichtigen Punkt. Gold ist eine Wertanlage und unter Umständen auch ein Inflationsschutz, aber Gold bringt bekannterweise keine laufende Rendite ein. Wenn ich ein sicheres Zinspapier kaufe und die Inflation frisst meinen Zinsertrag, dann kann ich auch Gold kaufen, theoretisch. Das tut mir nicht weh, dass Gold keine Zinsen bringt, weil ich ja sowieso keine bekomme am Markt. Aber wenn der Realzins steigt auf 1%, 2%, mein risikoloser oder vermeintlich risikoloser Realzins, dann wird Gold in der Tendenz für mich unattraktiver. Und so tickt der Markt. Das ist die Rechnung, die man am Markt für Gold aufmacht. Und das sehen Sie hier. Goldpreis seit 2010 und der Realzins in den USA seit 2010. Der Realzins ist hier invertiert dargestellt, also genau umgekehrt, damit man den Zusammenhang auch gut sieht. Und da wird gleich klar, der Goldpreis orientiert sich ganz stark am Realzinsniveau. Das ist auch nur ein Modell, aber es erklärt viel. Es erklärt sogar den starken Anstieg bis 2011, beziehungsweise ist eine alternative Erklärung dafür. Damals Leitzins bei Null, Realzinsen sogar negativ, dementsprechend eben stark steigender Goldpreis. Ab 2011 Realzins steigt wieder und Goldpreis folgerichtig bringt ein. Zinsrückgang 2016, Goldpreiserholung, dann eher seitwärts. Und dann jetzt zuletzt seit Anfang 2018 starker Realzinsanstieg, weil eben das nominale Zinsniveau am Markt auch stark gestiegen ist. Und das heißt jetzt für den Goldpreis nichts Gutes. Und da bin ich wieder. Wir haben also jetzt gesehen, für den Goldpreis ist der Dollar wichtig, die Zinsen sind wichtig, die US-Zinsen und vor allem das Realzinsniveau. Und wir haben durch den starken Anstieg der Marktzinsen eine gefährliche Entwicklung momentan für Gold, denn die Zinsen werden wieder attraktiver und wenn sich dieser Zinsanstieg jetzt fortsetzt, wenn die Zinsen also stärker steigen als die Inflation, dann wäre ein Goldpreisverfall in nächster Zeit fast unvermeidlich. Es gibt aber,
auch noch ein anderes Szenario, das ist ein Bullenszenario. Dieses Szenario besagt, die Zinsen werden nicht mehr viel weiter steigen, weil nämlich die US-Wirtschaft einen solchen Zinsanstieg gar nicht verkraftet. Die USA sind überschuldet, über beide Ohren, der Staat, die Unternehmen, die Verbraucher, die kriegen allesamt Probleme, wenn die Realzinsen weiter so steigen. Das wird die US-Wirtschaft zumindest stark abbremsen, wenn nicht sogar abwürgen demnächst. Und dann würde die Fed auch den Leitzins nicht weiter erhöhen und das allgemeine Zinsniveau werde auch fallen und wir hätten demnach dann auch wieder Raum für einen steigenden Goldpreis. Dieses Szenario hat schon auch was für sich. Momentan steigen ja die Zinsen noch und die US-Wirtschaft entwickelt sich ja auch momentan noch robust. Jetzt kommt auch noch das große Konjunkturprogramm von Trump, ist vielleicht noch ein zusätzlicher Schub, aber der Aufschwung, der läuft jetzt doch schon viele, viele Jahre. Es kann schon durchaus sein, dass sich das Wachstum demnächst doch mal abkühlt oder dass die Konjunktur vielleicht sogar überhitzt und dass wir dann in 1, 2, 3 Jahren vielleicht genau dieses Szenario haben, nämlich Wachstumsflaute, fallende Zinsen und das vielleicht sogar bei gleichzeitig weiter steigender Inflation. Also das wäre dann ein Stagflationsszenario und das wäre für Gold wahrscheinlich sogar extrem gut. Frage ist, wer hat nun recht? Es kann durchaus sein, dass beide Lager recht haben, wie das an den Märkten ja oft so ist und dass sich jetzt eigentlich eher die Frage nach der Reihenfolge stellt. Wir tendieren erstmal zur ersten Variante, also weiterhin robuste US-Wirtschaft und steigende Zinsen. Nicht geradlinig steigende Zinsen, weil wir sehen ja jetzt schon, dass der Zinsanstieg die Märkte wirklich auch schon verunsichert, aber unterm Strich dennoch steigende Zinsen, was dann zugleich auch heißen würde, ein tendenziell fallender Goldpreis. Wie stark er fällt, das hängt davon ab, wie schnell der Zins jetzt steigt, der Marktzins, und wie hoch er auch letztlich steigt natürlich. Aber es könnte für Gold in den nächsten Wochen tatsächlich wackelig werden, weil das Umfeld ist eben schwierig. Das muss für den Goldanleger nicht unbedingt nur schlecht sein. Es kann eine Chance sein, zum Beispiel zum günstigen Einstieg in absehbarer Zeit bei Gold oder auch bei Goldaktien. Wichtig ist dann eben, dass man in einem vermuteten Goldpreisabschwung Ausschau hält nach Wendemarken, nach Wendepunkten und dass man dabei auch die Faktoren im Blick hat, die eben für den Goldpreis wichtig sind. Da haben wir uns ja heute auch einiges erarbeitet. Vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Mythos über Gold ein bisschen zurechtrücken können und konnten Ihnen damit auch bei der Geldanlage helfen. Es gibt zu Gold natürlich noch einige andere Sichtweisen, fundamentalere Sichtweisen, die ein bisschen tiefer gehen, das weiß ich. Man könnte hier noch 10 oder 20 weitere Beiträge machen über Gold. Wenn Sie Anregungen haben dafür, in der Kommentarspalte ist noch viel Platz. Schreiben Sie uns, was Sie da hervorheben möchten. Ansonsten, demnächst werde ich hier auch eingehen auf Goldaktien. Worauf muss man da achten? Welche Kennzahlen sind da wichtig und was bedeuten die überhaupt? Melden Sie sich an bei uns, dann sind Sie da auch wieder dabei. Hier gibt es überhaupt jede Woche jetzt einen neuen Beitrag zu verschiedenen Anlagethemen und ganz natürlich insbesondere zukunftsweisende Themen, weil wir sind ja hier die Zukunftsmärkte. Bis bald also fürs Erste und herzlichen Dank fürs Zuschauen.